Was ist alles abgelaufen im heurigen Jahr? Was wurde gemacht? Es sind rund 400.000 Euro investiert worden in die Straßensanierung. Ich habe da jetzt einmal einige einmal aufgelistet, die im Sommer fertiggestellt worden sind. Und im Herbst sind noch einmal so viele, also in Summe haben wir rund 35 Baustellen gehabt, wo einfach Arbeiten durchgeführt worden sind. Also von einer Gesamtsanierung, wo jetzt eine komplett neue Decke gemacht worden ist, bis hin halt zu den Ausbesserungsarbeiten von irgendwelchen Löchern, die sich in Straßen befinden haben. Das heißt, wir sind sehr fleißig gewesen und haben geschaut, dass alle Liebacherinnen und Liebacher sicher sich auf den Straßen bewegen können. Ja, was wurde noch angeschafft? Das ist auch ein tolles Projekt. Das sind die LED-Lampen. Wir haben bis jetzt nochmal rund 350 Lampen angeschafft. Diese Lampen bringen uns laut Hersteller eine Ersparnis bis zu 80%. Wenn es ein bisschen weniger ist, macht es auch nichts, aber ich sage mal, es soll sich auf jeden Fall innerhalb kürzester Zeit amortisieren, das Ganze. Und was wesentlich ist, es ist ein besseres Licht, die Ausbeute von dem her auch und auch der Einstrahlungswinkel von den Lampen ist, den kann man da auch viel besser einstellen. Wir werden den zweiten Teil höchstwahrscheinlich jetzt im kommenden Jahr noch anschaffen, das heißt, dass alle restlichen, die noch nicht gerüstet worden sind, noch dann auch mit LED-Lampen ausgestattet werden. Und so kann man sagen, dass wir bis Ende nächsten Jahres wahrscheinlich dann komplett auf LED umgestellt haben. Und wir, wenn wir, sagen wir mal, nur eine 70%ige Kostenreduktion haben, dann ersparen wir uns 60.000 Euro an Kosten, die wir haben jetzt an Stromkosten nur für die Straßenlampen. 7,6 ist 42.000 Euro. Also das ist doch wirklich ein Betrag. Und wenn es nur 30.000 werden, ist es auch schön. Aber es ist auf jeden Fall ein Betrag, den man sich nach diesen 5 bis 6 Jahren, wo es noch dann zurückbezahlt worden ist, noch dann Jahr für Jahr noch dann erspart. Ja, jetzt kommt ein interessanter Beitrag. Es gibt 3 Filme, die wir heute sehen werden. Und nachdem der Rat der Vereine ist, ist es mir wichtig gewesen, zum einen einmal die Meinungen einzufangen, was denken die Liebacherinnen und Liebacher über Liebach und so lasse ich den Film jetzt für sich sprechen und sie dürfen sich ihre eigene Meinung dafür geben. Ja, also der Bahnhof,
Und natürlich sagt man sich, ehrlich gesagt, nicht für alles in die Woche. Es ist wunderschön da, es gibt politisch sehr viel Mangel, wir haben einen ganz einen tollen Bürgermeister. Ich könnte mich gar nicht mehr vorstellen, woanders zu leben. Es ist einfach ein schöner Ort. Eigentlich hat man viel Fahrten, wenn das so geht. Und auf der Landkarte hat man jedes Jahr immer sehr schön an. Dass sehr viel für die Kinder gemacht wird. Da braucht man schauen, die Volksschule ist hergerichtet worden. Kindergarten haben einen wunderschönen. Und der Sportverein sind sehr wichtig für die Kinder. Das können wir sehr gut. Hast du vielleicht ein paar oder Freizeitaktivitäten, das gar nichts machen? Freizeitaktivitäten nur für den Pensionistenverband haben wir das Kegeln. Das tun wir auch sehr. Sehr aktiv, der Pensionistenverband tut sowieso sehr viel für jeden Tag. Und alle Monate ist ein Club, und da gibt es auch tolle Sachen dabei. Also es ist wirklich, es wird sehr viel gemacht. Wir haben jetzt ein betreutes Wohnen, es ist wirklich wunderbar. Der Marktplatz ist ganz schön, der Neige, ne? Der ist ganz schön, und der Berg im Mai ist immer gut. Das Mai kann man aufstellen, aber es ist schon schön, ja. Ja, das Gebäude, machen wir mit. Durch das ist ja auch denke ich, mit dem Sportverein, das ist das eigentlich unser Hobby, mein Hobby, das gefällt mir sehr gut. Ich war schon am Spielplatz und ich bin in die Schule gegangen und jetzt gehe ich nach Höfach. Ich bin bei alten Verein dabei, das ist super, lieber. Da gibt es jede Menge Ausflüge, man kann alles mit dir super machen. Es ist ein Dank. Lieber, bis super. Genau, und die